Hi. Ja, ich weiß, da kam dem letzt eher weniger an Content, aber hier bin ich zurück und es gibt ein Ranking zu meinen Favorite Spinning Coastern. Frag mich nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin oder der Impuls, woher der kommt, dass ich jetzt dieses Video mache. Ich weiß, ihr wollt alle Analysen sehen. Heute geht es um meine Favorite Spinning Coaster. Viel Spaß mit dem Video. Keine Sorge, die Analysen kommen bestimmt bald. Dieses Ranking inkludiert alle Spinning Coaster, die ich zu dem jetzigen Zeitpunkt 2023 am Anfang gefahren bin, glaube ich. Das sind 16 Stück, und die gehen wir jetzt einfach mal ohne weiteres von hinten nach vorne durch. Achso, ich habe vergessen. Für die, die es nicht wissen, ein Spinning Coaster ist im Essentiellen einfach nur eine Achterbahn, wo sich die Wagen auf irgendeine Art und Weise während der Fahrt um sich selber drehen. Ja, fangen wir an mit dem Platz Nummer 16. Eigentlich eine Achterbahn, die ich in dieses Ranking am liebsten nicht integrieren würde, weil sie eines Rankings nicht wert ist. Finde ich bis jetzt eine der beschissensten Achterbahnen, die ich jemals gefahren bin. Die Rede ist von Viking Rollercoaster im Energylandia in Polen. Ja, die Bahn ist in fact so scheiße, dass ich nicht mal einen einzigen Clip davon als Aufnahme habe und hier random Bilder aus dem Internet nehmen muss. Vielleicht wisst ihr nicht, was das ist. Das ist ein, ich glaube, es ist SBF Visa. Ja, im Prinzip nichts anderes als so ein Standard Spinning Maus Ding. Nur ein Scheiße, also nur ein richtig Scheiße, weil es fährt sich nicht smooth, es fährt sich richtig unsmooth und dazu hat man warum auch immer Schulterbügel. Einer der beschissensten Experiences, die man einfach haben kann. So, es ist einfach eine Scheiße, es ist einfach nicht, ist, nein, nein. Auf Platz 15 wird es schon deutlich besser. Die Bahn, beziehungsweise die Bahnen, weil hier packen wir alle Compact Spinning Coaster von SBF Visa zusammen, sind im Prinzip nicht scheiße, es sind nur einfach, ja, die kleinsten Achterbahnen, die du dir so vorstellen kannst. Es ist einfach eine liegende 8. Und dazu drehst du dich halt während der Fahrt, aber es ist halt immer noch eine liegende 8, so, es passiert nichts. Diese Bahn gibt es tausendmal in jedem Park gefühlt. Also ich bin die gefahren im Energylandia, im Freizeitpark Plone, Skyline Park, das war's, glaube ich. Es sind Klone, sie sind für, naja, nicht mehr Familien, sondern wirklich Kinder und sind nicht schlecht, aber halt einfach nicht spannend. Zumindest nicht für mich als Zielgruppe. Außerdem ist der Sitz so aus Plastik und, ja, Platz 14. Ja, auf Platz 14 habe ich auch wieder ein paar Achterbahnen zusammengepackt auf einen Platz. Das sind die normalen wilden Mäuse, die sich während der Fahrt drehen. Crazy Maus von der Kirmes kennt ihr. Gibt's auch in mehreren Freizeitparks. Zum Beispiel, was mir jetzt einfällt gerade, ist auf dem Wiener Prater, wobei das auch eher Kirmes ist. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Diese Dinger. Sie erfüllen ihren Zweck, aber wirklich was Besonderes ist das jetzt auch nicht. Und das gibt's halt auch an jeder Ecke. Platz Nummer 13 geht an Heidi the Coaster. Ja, im Prinzip finde ich auch nichts anderes als so Crazy Maus. Ist halt von einer anderen Firma, hat eigenes Layout und differenziert sich halt in den Punkten, dass diese reisende Anlage halt sehr spezifische Heidi-Thematisierung hat. Einen extrem schnellen Lifthill, der zwar leider oben wieder langsamer wird, aber trotzdem, man fährt da sehr schnell hoch, interessante Experience und dann halt. Ja, diese riesige Kurve steht raus. Ist nicht so was Besonderes, aber ein Platz vor den normalen Crazy Maus-Dingern. Auf Platz Nummer 12 habe ich was ganz Kurioses. Die Bahn ist auf Platz Nummer 12 wegen der Besonderheit Skyrider im Skyline Park. Ich glaube, die einzige Attraktion weltweit, die so ist. Es ist im Prinzip Single Rail unter der Schiene hängend. Vier Leute gucken sich an, drehen sich im Kreis. Vertikallift. Ganz, ganz komisches Teil. Ist aber halt während der Fahrt nicht wirklich spannend. So, es ist angenehm, es ist gemütlich, es ist schön, aber da passiert nicht wirklich was. Also ist es in erster Linie sehr interessant. Nummer 11, da haben wir ein Standard-Layout der Firma Maurer Rides. Maurer, ein ziemlich etablierter Spinning-Coaster-Hersteller. Ja, und deren erster Spinning-Coaster im Ranking, den treffen wir jetzt an, nämlich Skyspin im Skyline Park. Ja, ehemals auf der Reise und das fühlt man während der Fahrt auch wirklich. Die Bahn fährt sich echt nicht gut, also es ist okay, die Bügel sind gemütlich und so, also man wird nicht geschlagen oder so, aber es ist sehr ruckig und die Bahn ist nicht schön so, es steht halt einfach da rum auf Sohle. Ich hatte ein paar Fahrten mit 2 zu 0 Beladung, als nichts los war so. Natürlich macht das Spaß, aber für einen höheren Platz als 11 hat es dann auch nicht gereicht. Die Nummer 10 belegt eine Achterbahn, ebenfalls von Maurer, aber die ist für einen Maurer Spinning Coaster echt langweilig. Und zwar, ich denke, sie heißt Insider im Wiener Prater, ist Indoor Maurer Spinning Coaster, aber mit so einem wilde Maus Layout. Und das ist halt erstmal sehr komisch, warum macht man das? Die Thematisierung während der Fahrt ist nicht besonders, es sind einfach nur Lichteffekte. Die Q-Line ist sehr interessant, wenn auch verwirrend, aber die Fahrt ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also ich würde sagen, ohne Thematisierung auch noch schlechter als Skyspin. Das ist halt
innen drin ist, macht es ein bisschen interessanter. Die Bahn war auch tatsächlich lange so eine Faszination von mir, weil ich war mal auf dem Prater, als halt alles zu war und habe diese Halle gesehen und ich wusste halt, bis ich die Bahn da ein paar Jahre später gefahren bin, nicht, was da drin ist. Dementsprechend halt auch, ne, der Reveal. Man hätte deutlich besseres Layout bauen können, aber ja, Platz Nummer 9. Auch wieder eine Bahn auf der Reise. Für mich ist hier Höllenblitz. Höllenblitz nur auf der 9 ist eine sehr große, beeindruckende Achterbahn. Wenn man sie sieht, denkt man, boah, geil. Sehr, sehr krasse, detaillierte, hochwertig aussehende Fassade für eine reisende Achterbahn. Ist die größte transportable Indoor-Achterbahn auf der Welt und hat einen verdammt langen Zug, auch eine sehr, sehr lange Fahrt. Zwei Lift-Hills, wobei der zweite auch nur ganz klein für zwischendrin ist. Aber innen drin, in dem Indoor-Bereich der Bahn, gibt es halt kaum Thematisierung. Es sind wieder Lichteffekte nur so. Und es ist cool, vor allem für eine reisende Achterbahn, aber ich fand die Fahrt jetzt auch nicht wirklich spannend. So kräftemäßig da nichts unterwegs, die Drehung war nicht krass. Es sieht in erster Linie cool aus. 8. Interessante Bahn. Viele Leute haten die, ich weiß nicht warum. Naga Bay im Bobbejaanland. Das Ding hieß mal Dizz, also da schon mal ein Pluspunkt. Sehr schön gelegen, also halb auf dem See. Auch wenn ein bisschen minimalistisch, ausreichend schön thematisiert. Gefällt mir echt gut vom optischen her, die Bahn. Und die Fahrt ist jetzt auch nicht scheiße. So, ich finde die Schiene mal was Besonderes. Und das Layout ist innovativ, sieht, es macht Spaß so. Ich habe gehört von Leuten, die sagten, das ist langweilig. So fühle ich jetzt gar nicht. Ich finde die Bahn eigentlich echt nice. So, klar, nichts Weltbewegendes. Ist halt ein kleiner random Spinning Coaster. So, aber fand ich echt schön. Macht mir Spaß. Mag ich. Wir gehen auf die Platz Nummer 7. Wir sind jetzt in der oberen Hälfte angekommen und hier habe ich persönlich Euromir im Europapark. Warum nicht höher? Ja, also zum ersten bin ich die Bahn sehr, sehr lange nicht gefahren und kann das jetzt auch nicht wirklich beurteilen. Natürlich müssen wir gar nicht drüber reden, der Soundtrack ist ikonisch, geil, die Fahrt ist lang, der Indoor-Lift ist schön thematisiert und natürlich der Soundtrack, der währenddessen läuft. Das Spinning ist halt leider die ganze Zeit nicht freigestellt und man dreht sich eigentlich nicht wirklich so. Man dreht sich halt oben, während man Panoramakurven fährt, aber während der Fahrt fährt man entweder vorwärts oder halt rückwärts. Wirklich, was tut sich da nicht? Ist es ja auch der Prototyp von Mack Rides. Dafür ganz okay. Leute sagen, die Bahn fährt sich echt scheiße mittlerweile. Bei meiner letzten Fahrt fand ich es echt ganz okay. Die Bahn wird auch deutlich, es wird echt krass intensiv zwischendrin, gehkräftemäßig. So habe ich nicht erwartet. Fand ich eigentlich ganz geil, war eine meiner Favorite-Achterbahnen im Europapark, als ich sie gefahren bin. Und höher ist die Bahn eigentlich nur nicht, weil halt die Bahnen darüber besser sind. Aber ich habe nichts gegen Euromir, echt eine nice Achterbahn, finde ich. Nummer 6, ja, knapp die Top 5 verfehlt, hat Dwebbelwind im Toverland. Eben hatten wir den Prototyp des Mack Rides Spinning Coasters im Europapark. Hier haben wir die Weiterführung. Dwebbelwind, Familien-Spinning Coaster. Die Audience wird sehr, sehr gut bedient. Quasi fast perfekt als Familienachterbahn. Macht sehr viel Spaß, auch noch für Erwachsene und finde ich auch echt eine spaßige Achterbahn. Ist echt schön thematisiert im magischen Themenbereich da. Die Station vor allem von innen echt, echt geil. Die Warteschlange auch sehr schön. Es gibt einen Onboard-Soundtrack, der übrigens wirklich cool ist. Ich liebe diesen Onboard-Soundtrack. Ja, die Fahrt Hit or Miss so. Ich dachte immer, die Fahrt würde eigentlich ganz geil. So, meine letzte Fahrt war eher unterwältigend, aber alle anderen Fahrten, die ich auf der Bahn hatte, waren halt sehr schnelles Gedreh und sehr viel Lachen, so ganz, ganz toll. Eigentlich eine sehr, sehr geile Achterbahn. Ist halt familienorientiert, aber macht dafür wirklich sehr viel Spaß. Ist eine dieser geilen Familienachterbahnen. Wisst ihr, wie ich meine? So Colorado Adventure-mäßig. Und auf Platz Nummer 5 haben wir eine Achterbahn, die wir quasi schon hatten im Ranking. Zumindest dasselbe Layout. Nämlich haben wir hier Crush's Coaster im Disneyland Paris, beziehungsweise Walt Disney Studios Park. Und warum meine ich, die hatten wir schon? Naja, Skyspin auf Platz Nummer 11 im Skyline Park ist im Prinzip dasselbe Layout wie Crush's Coaster. Aber da sehen wir wieder, wie viel das drumherum halt ausmacht. Crush's Coaster fährt sich deutlich besser als Skyspin. Die Bahn ist auch Indoor, ist schön thematisiert in dem davor gebauten Dark Ride Part. Findet Nemo thematisiert, die Wagen sehen richtig geil aus, wie so Schildkrötenpanzer. Wunderschön auch die Warteschlange, zumindest der letzte Teil der Warteschlange, der erste ist eher deprimierend. Ja, während der eigentlichen Fahrt passiert nicht viel von Thematisierung her, aber es ist halt Musik und Lichteffekte, so ist eine echt schöne Achterbahn. Ich mag den Dark Ride Part wirklich ganz cool. Das einzige Problem ist halt die extrem hohe Wartezeit, die bei so einer Low Capacity Achterbahn bei Disney halt passiert. Hätte man mal dran denken können, bevor man die baut, ist jetzt aber auch nicht so wild. Fährt man die halt nicht oft so. Nummer 4. Ja, kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch Windjas Fear und Force im Phantasialand. Ja, packe ich beide auf einen Platz. Ich
wüsste nicht, wie ich das jetzt... Ja, im Endeffekt macht es ja auch keinen Unterschied jetzt, ob ich die... Fortnite. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Extremst krass. Auch zwei Maurer-Achterbahnen wieder. Eine Doppelanlage, also quasi zwei Achterbahnen mit der gleichen Thematisierung, gleiche Wagen, Gestaltung, nebeneinander, ähnliche Layouts. Windjammers 4 fokussiert sich eher auf Geschwindigkeit, große Drops, und Windjammers Force hat halt mehr Kurven und ist ein bisschen gradueller. Beide haben Überraschungen während der Fahrt, die ich echt wild finde, also fühle ich so Achterbahn-Innovation sehr, sehr cool. Ich finde die Thematisierung, den Themenbereich, diese Indoor-Halle da, Woostown, echt krass, also sehr underrated, wird sehr oft übersehen neben Ruckburg oder Klugheim. Finde ich immer noch sehr schön, auch wenn es halt von 2002 ist, so ist egal, es ist immer noch krass so. Woostown sehr underrated. Ja, und die Windjammers halt auch extrem cool, machen sehr viel Spaß, hören nicht auf, so. Ich mag auch die Musik und alles. Aber wir gehen zu Platz Nummer 3. Und in die Top 3 hat es geschafft Hahnkatten. Kennt ihr nicht? Ja, das ist nämlich das Problem an dieser Achterbahn, die kennt kaum jemand. Das ist ein Gerstlauer Spinning Coaster, auch eher selten, kennt ihr vielleicht aus einem Plopsa Co. in Belgien. Ich bin es jetzt bis jetzt als Gerstlauer Spinning Coaster nur Hahnkatten gefahren. Besonderheit ist halt, dass man nach innen sitzt während der Fahrt und sozusagen seine Mitfahrgäste anguckt. Und was macht diese Bahn aus und was bringt sie auf Platz 3? Naja, es ist im Prinzip eigentlich nur ein ganz normales Spinning Coaster mit so einem wilde Maus ähnlichen Layout. Aber sobald man den Lift hier verlassen hat, oder sogar schon davor, wird das Spinning released und bis zum Ende dreht sich der Wagen halt komplett frei. Und das resultiert in krassen Drehungen. Vor allem, wenn man richtig beladen ist, diese Bahn, also da dreht man sich wirklich, das ist unglaublich, was ich da schon erlebt habe. Und das ist halt, das kennt halt keiner. So, die ist im Bonbonland ein random, sehr komisch thematisierter Freizeitpark am Arsch der Kante in Dänemark. Hat mich ja selber sehr überrascht, weil ich nichts erwartet habe. So, diese Bahn ist heftig und verdient in der Top 3. Auch wenn ich Windjammers Thematisierung liebe und Thematisierung eigentlich über die Fahrt ranke, muss ich trotzdem Hahnkatten rüber ranken. So krass ist das. Awareness, Leute. Was ist die zweitbeste Achterbahn, die sich dreht während der Fahrt, die ich gefahren bin? Ebenfalls in Dänemark, ebenfalls auf dieser Insel. Es ist Tornado in Bakken, dem ältesten Freizeitpark der Welt. Diese Bahn ist allerdings nicht so alt, sondern relativ modern. Sehr, sehr innovativ. Das ist ein Intamin Spinning Coaster. Man guckt ebenfalls nach innen, genau wie bei Hahnkatten. Der Park hat halt eine Höhenbeschränkung, ja? Müsst ihr euch vorstellen. Aber die wollten trotzdem das Layout bauen, was sie halt sich ausgedacht haben. Und dann haben die einfach den Lift Hill so schnell gemacht. Das ist unglaublich. Das ist halt ein Lift Hill, aber der ist fucking schnell. Und wenn man oben ankommt, wird man nochmal runtergelauncht von dem Lift Hill in dieses kompakte Layout, was nicht dafür gebaut wurde, dass man mit so einer Geschwindigkeit da durchfährt. Also, mir fehlen die Worte. Diese Achterbahn ist geistig, das für manche Leute wahrscheinlich sogar viel zu intensiv so. Ich find's geil. Nach ein paar Fahrten tut einem alles weh, aber das ist eine der krassesten Achterbahn-Experiences. Und der einzige Grund, warum Tornado nicht auf der Nummer 1 ist, ist, dass auf der Nummer 1 halt meine Lieblingsachterbahn ist. The Ride to Happiness by Tomorrowland. Im Plopsaland. Ja, hättet ihr euch denken können, Mack Rides Extreme Spinning Coaster, die Innovation schlechthin. Spinning Coaster, der sich während der Fahrt überschlägt, Airtime-Momente von minus 2G erfährt, Katapultstarts, 2 Stück, you name it. Onboard-Soundtrack, epische Thematisierung, perfekte Achterbahn. Ride to Happiness for President, ich, ja, muss jetzt nicht noch mehr über diese Bahn herfallen, wie geil die ist, so, ihr wisst alle, dass Ride to Happiness, ihr wisst es alle. Das war's mit dem Video. Hab einfach mal schnell alle meine Spinning Coaster, die ich gefahren bin, gerankt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Tschüss, gute Nacht, bis nächstes Mal. Und tschüss,